Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Daniel Sola von Rücker Consult. Ich begrüße Sie zu unserer Online-Pressekonferenz. Wir haben drei Referenten, die Ihnen jetzt nacheinander ihre Expertise zum Thema Security Token vorstellen werden. Der erste Vortrag wird von der Martina Hertwig sein. Sie ist Partnerin und Wirtschaftsprüferin bei Baker Tilly und Mitglied des CIA-Präsidiums. Sie wird zum rechtlichen Rahmen und ja auch ein bisschen was zum aktuellen Markt bei Security Tokens sagen. Dann kommt der Herr Michael Stephan, der ist Gründer und Geschäftsführer von iState. Er wird zum Thema technische Möglichkeiten sprechen und dann die Vorteile von Tokens sowohl für die Anlegerseite als auch die Entwicklerseite vorstellen. Und der dritte Referent ist der Herr Jan Kühne, der ist Leiter digitale Strategien und Angebote bei MM Warburg und sein Thema ist die Investorennachfrage und die Beratungsleistungen darum herum. Ich übergebe jetzt das Wort an Frau Hertwig. Vielen Dank, Herr Sola. Vielleicht vorneweg nochmal geschickt. Die Bundesregierung hat eine Blockchain-Strategie entwickelt und hat sich ja auch vorgenommen, den Standort Deutschland als digitalen Standort massiv zu stärken und zu unterstützen. Was sehen wir heute schon am Markt? Der Markt ist, glaube ich, weiter an der Stelle als der rechtliche Rahmen bislang. Wir haben Blockchain-basierte Investments in Deutschland bereits gesehen. Und zwar nach unserem Kenntnisstand bereits 5 Security-Token-Offerings. Und davon 3 im Immobilienbereich, aber vielleicht kann iFunded dazu zum Markt auch noch ein bisschen mehr beitragen. Wir sehen zumindest, dass das Thema sehr aktuell ist am Markt und dass im Zuge des Digitalisierungsprozesses das auch fortschreitet, weil es einfach nicht nur zeitgemäß ist, sondern auch Vorteile für Investoren und Emittenten bietet. Was haben wir bisher am Markt schon gefunden? Wir haben einmal Bitbond, die das im Rahmen von einer nachrangigen Schuldverschreibung gemacht haben. Die Zeichnung war ab März 2019 möglich und ist jetzt auch geschlossen. Bitbond hat nicht in Immobilien investiert, sondern vergibt Darlehen. Britbond hat das in Form eines Genussrechtes gemacht. Dann haben wir Clickown und Bitbond zusammen eine Immobilienanleihe emittiert, Wertgrund. Und das Letzte, was wir gesehen haben, ist Exporo mit 3 Millionen, die in ein Ärztehaus in Hamburg-Poppenbüttel investiert haben. Gerade für den Immobilienbereich, denke ich, ist die Technologie ein guter Zugang zum Markt. So. Hatte ich ja schon gesagt, Blockchain ist politisch gewollt. Schon im Koalitionsvertrag ist festgeschrieben, dass Deutschland als führender Digitalisierungs- und Fintech-Standort gestärkt werden soll. Es ist ausdrücklich gewollt, sowohl vom BMF, nicht nur von Regierungsseite, dass elektronische Wertpapiere einen Rechtsrahmen erhalten sollen. Den gibt es derzeit noch nicht. Auch wenn, ich sag mal, das BaFin diese schon, die elektronischen Wertpapiere schon genehmigt. Da komme ich gleich nachher nochmal drauf, wo hier der Unterschied liegt. Das eine ist nämlich Zivilrecht und das andere ist Aufsichtsrecht. Und den Rechtsrahmen im Zivilrecht, der steht noch aus. Der ist gesetzlich noch nicht normiert, während das Aufsichtsrecht andere Maßstäbe an Security Tokens legt und von daher diese auch schon genehmigt. Es ist in einem geplant ein Referentenentwurf, das sagt zumindest ein Eckpunktepapier des BMF. Das es bereits schon seit dem 7. März 2019 gibt.
nachdem das elektronische Wertpapier kommen soll, als Option, nicht als Pflicht. Und die Vorschläge, die dort niedergeschrieben sind, sind auch als diskutierbar zu verstehen, also ergebnisoffen und noch nicht festgeschrieben. So. Ja, der Referentenentwurf, der sollte eigentlich schon da sein. Derzeit ist er aber noch nicht in Sicht. Auch wenn die Bundesregierung eigentlich Ende 2020 schon soweit sein möchte. Welche Wertpapiere auf Blockchain-Basis sind derzeit erlaubt? Das Eckpunktepapier sieht derzeit nur vor, dass es genehmigt wird für elektronische Schuldverschreibungen, auch wenn das ein erster Step erst sein soll und sich natürlich das weiter öffnen soll und weiterentwickeln soll, auch bis hin zu elektronischen Aktien. Warum genehmigt die BaFin heute schon Security Tokens, weil sie von anderen Maßstäben ausgeht. Für sie ist all das genehmigungsfähig, was handelbar ist. Und von daher habe ich mich immer gewundert, warum die BaFin dies genehmigt, aber die zivilrechtliche Grundlage ist für sie kein Maßstab. An der Stelle fällt ganz klar Aufsichtsrecht und Zivilrecht auseinander. So. Was muss passieren, um dem elektronischen Wertpapier auch einen Rechtsrahmen zu geben, der Anlegerschutz, Datenschutz, Geldwäsche, all diese Dinge sicherstellt? Es ist vorgesehen, dass das elektronische Wertpapier angelehnt wird an das physische Wertpapier, das ist also in einem Wertpapierregister, das auf einer Blockchain geführt wird, registriert wird. Dass auch die Anforderungen an die Registrierung ähnlich sind wie die an das physische Wertpapier. Das heißt, wir haben eine staatliche Aufsicht. Das heißt, nur eine staatlich beaufsichtigte Stelle darf an der Stelle das Register führen. Wir haben Themen wie Verwahrung. Wir haben auch Themen wie, soll das elektronische Wertpapier ausgestaltet sein, so wie zum Beispiel an den Gutglaubensschutz, den wir alle kennen. Das heißt, das elektronische Wertpapier muss auch bestimmte Funktionen erfüllen, wie Legitimationsfunktion, Liberationswirkung, Übertragungsfunktion. Das heißt zum Beispiel, das Recht aus dem Papier folgt dem Recht am Papier. Das sind alles Fragestellungen, die es zu regeln gilt, um an dieser Stelle hier auch den Rechtsrahmen sicher zu gestalten. So, das Register wird natürlich öffentlich zugänglich sein. Wie läuft die Anlagebegehung heute in der Praxis? Was brauchen wir dafür an Instrumentarium? Wir brauchen klassischerweise einen Wertpapierprospekt. Und in diesem Wertpapierprospekt wird festgelegt, welche Blockchain- und Tokenform. Und selbstverständlich wird dort auch festgelegt, was das Asset dahinter ist. Der Prospekt muss bei der BaFin eingereicht werden. Die BaFin muss diesen Wertpapier genehmigen. Es sind aktuell keine weiteren Intermediäre notwendig. Da kommen wir nachher auch noch zu. Das heißt also auch, wir haben hier einen ganz klaren Kostenvorteil. Und das sagte ich schon, es wird eine staatlich beaufsichtigte Stelle, eine Bank oder ein Finanzdienstleister notwendig sein, die das Register neutral dann an dieser Stelle führen. So, es gelten dann natürlich oder sollten dann gelten auch die Vorschriften über die Verwahrung von Wertpapieren. Im Moment ist auch noch die Frage, ob es auch für Privatanleger möglich sein wird, zu zeichnen. Im Moment ist es nur vorgesehen für professionelle Anleger oder zumindest für semiprofessionale Anleger.
Aber wenn dem Anlegerschutz an der Stelle vollumfänglich gerecht wird und auch Rechnung getragen wird, denke ich, wird es auch natürlich für den Privatanleger geöffnet werden, insbesondere dann, wenn man nicht direkt vom Emittenten erwirbt, sondern wenn es über einen zugelassenen überwachten Intermediär geht. So. Was sollten Anleger bei Investments über Security Token beachten? Unserer Einschätzung nach sind die technischen Risiken nicht sehr hoch. Wenn wir erstmal einmal, und ich habe in Ihrer Präsentation gesehen von iFunded, dass Sie das nochmal darstellen werden, wenn der Vermögensgegenstand erst einmal tokenisiert ist, dann sind unseres Erachtens Risiken fast ausgeschlossen. Insoweit sollte der Anleger sein Augenmerk mehr auf das Investment und das Asset selbst legen für seine Anlageentscheidung. Wie sind dort die Chancen und Risiken verteilt und muss sich weniger Sorgen um die Technik machen. Für den Anleger interessant ist, dass das Produkt sehr viel kostengünstiger ist als die herkömmlichen Emissionen am Markt. Und was man auch bedenken muss, ist, es wird sich sicherlich ein Sekundärmarkt leichter entwickeln lassen, weil die Security Token regulierte Finanzprodukte sind. Im Moment gibt es noch keine Börse dafür in Deutschland. In anderen Ländern gibt es das schon, aber ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch hier sich ein multilateraler Handelsplatz entsteht, der dann auch die Handelbarkeit der Security Token ermöglicht. So. Wenn wir vielleicht mal einen Ausblick wagen, wie wird sich der Markt an der Stelle entwickeln? Die Bundesregierung selbst geht von einem sich rasant entwickelnden Markt aus. Da schreibt sie zumindest, dass sie schreibt Potenzial für diese Token in den nächsten 5 Jahren. Davon geht sie von einer positiven Entwicklung aus. Deswegen möchte sie auch schnell einen rechtssicheren, insbesondere auch die Anleger schützenden Rechtsrahmen schaffen. Wir haben mal gesagt, in 5 Jahren werden mindestens 10% aller Wertpapiertransaktionen blockchain-basiert abgewickelt. Ich denke, man kann auch vielleicht sogar von einer höheren Prozentzahl ausgehen. Das ist, glaube ich, eher konservativ gegriffen, aber dazu werden die anderen Referenten auch noch was sagen können. Ich denke auch, dass es nicht nur Schuldverschreibungen sein werden, sondern eben auch andere wie Aktien oder andere Wertpapiere. Und was natürlich sehr von Vorteil ist, das ist, wir haben keine aufwendigen Zeichnungsprozesse wie etwa das Zeichnen eines Kommanditanteils. Von daher haben wir natürlich Einsparungen im Bereich Vertrieb und bei anderen Intermediären, was das Ganze einfacher macht, kostengünstiger macht und final am Ende, denke ich, auch handelbar sein wird. Bislang haben wir noch keinen Standard an der Stelle. Alle Standards, die ich gesehen habe, basieren auf einem Standard, den es heute schon gibt, das ist der ERC-20-Standard, aber auch das wird sich weiter entwickeln. Vielen Dank, Martina Herzig, vielen Dank auch für die Einführung. Ich möchte vielleicht noch 2 Ergänzungen, bevor ich auf meine Präsentation eingehe, zum derzeitigen Marktentwicklung beitragen. Es gibt noch 2 weitere Transaktionen, die von Bedeutung sind. Im letzten Jahr hat die Fundament Group auch ein Prospekt eingereicht, das von der BaFin genehmigt wurde, für ein Security Token Offering in der erstaunlichen Höhe von 200 Millionen. Und die haben jüngst sogar einen Maßtrag zu dem Prospekt eingereicht bei der BaFin, dass dieses Volumen auf 500 Millionen erhöht werden soll. Die Fundament Group hat als Hintergrund unter anderem den Bauträger Bauvens und die versprechen sich insbesondere von institutionellen Anlegern im Rahmen des Security Token Offerings entsprechende Volumina zu platzieren. Eine weitere ganz spannende Transaktion hat jüngst
letzte in der Schweiz stattgefunden, wurde gerade am 17. Januar veröffentlicht. Das Unternehmen Brickmark hat eine Immobilie in der Bahnhofstraße in Zürich tatsächlich von RFR Holding, international aktiver Immobilienentwickler, im Wert von 130 Millionen gekauft. Und diese Transaktion ist tatsächlich auch, zumindest nach der Information aus den Medien und von, ich glaube, Baker McKinsey hat den Transaktion mitbetreut, über Security Tokens erfolgt. Das nur eingehend nochmal, um klarzumachen, dass deutlich Bewegung im Markt momentan drin ist. Wir als iFunded, wir sind ein in Berlin sitzendes Startup, vor 5 Jahren gegründet, hoffen sehr stark, dass die Bundesregierung erkennt, dass wir eine rasant fortschreitende Technologie haben. Ich vergleiche das mal so ein bisschen wie die Musikindustrie seinerzeit den Wandel auf die MP3-Formate vor sich stehen hatte und große Musikverlage zum Teil das verschlafen haben. Der Standort Deutschland verliert ja immer mehr an Bedeutung, was unsere alte Automobilindustrie anbetrifft. Jedenfalls haben wir da keine federführenden Techniken. Aber mit der Blockchain-Technologie, glaube ich, gerade vor allem mit dem Standort Berlin, haben wir große Chancen, uns im Markt zu positionieren. Und wir hoffen sehr stark, dass die Regierung und die Aufsichtsbehörden schaffen, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, um solche Security-Token-Emissionen zuzulassen. Weil wir sehen, dass einfach die Technik schreitet voran, dass sie sicher ist, transparente Transaktionen ermöglicht. Ich glaube, es ist unzweifelhaft. Alle großen Banken arbeiten an Feldversuchen mit der Technologie. Wo es am Ende tatsächlich daran fehlt, ist ein wirklich valider Use Case. Und ich glaube, da werden wir in diesem Jahr 2020 einige spannende Themen sehen. Ich möchte ganz kurz vielleicht nochmal unsere Plattform vorstellen. Ich sagte es gerade, wir sind vor knapp 5 Jahren gegründet. Wir haben uns sehr stark auf die Technologie vor allem fokussiert. Angefangen haben wir mit einer Investmentplattform, die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglicht, über Mezzanin-Kapital in Immobilien zu entwickeln. Das heißt, wir mussten uns von Anfang an mit den ganzen aufsichtsrechtlichen Themen auch befassen. Wir waren eine der ersten Plattformen, die auch Immobilien anleihen, aber in der klassischen Form zur Zeichnung Anlegern angeboten haben und haben da richtig schnell entdeckt, dass eben dieser, soll ich sagen, alte Prozess, da komme ich gleich dazu, wie eine Anleihe gesettelt wird, also quasi in die Depots verbucht wird, prähistorisch ist. Weil tatsächlich Stand heute 90% der Banken noch mit Excel-Files arbeiten. Sie müssen sich also vorstellen, Anleger zeichnet eine Anleihe, dann wird sie dann quasi der Name und die Zeichnungsinformation in eine Excel-Datei übertragen, die muss ausgedruckt werden, vom Emittenten unterschrieben werden und dann wird erst quasi die Anleihe zugeteilt. Also das sind wirklich abenteuerliche, sagen wir technisch noch veraltete Prozesse und da kommt die Blockchain wirklich zum Tragen, da komme ich gleich dazu. Ein paar Rahmendaten noch von uns, wie gesagt, 2015 gegründet, wir haben jetzt knapp 120 Millionen an Projektvolumen finanziert. Insgesamt haben wir über 20.000 Entwicklerstunden in unsere Plattform entwickelt. Unser Fokus liegt auf Privatanleger, aber eben auch institutionelle Anleger, die über geschlossene Bereiche Investitionen zeichnen können. Wir sind von Deloitte geprüft als Unternehmen. Ich glaube, wir haben ein sehr starkes Management-Team und auch Beirat. Da ist unter anderem Professor Nico Rottke drin, früher Partner bei Ernst Young für Real Estate and Debt Advisory. Da ist der Professor Sandner drin von der Frankfurt School of Finance, verantwortlich für das ganze Blockchain-Thema. Wir sind Gründer der ITSA, das ist die International Token Security Association. Da geht es darum, nämlich die Kernfrage zu klären, wie kriegen wir Standards hin, das sagt der Martina auch schon, die uns erlauben, dann quasi international Transaktionen durchzuführen, weil das ist eine der größten Herausforderungen, da komme ich am Ende nochmal dazu. Wir sind unter anderem auch von Consensus, ein New Yorker Unternehmen, die federführend sind bei der Prüfung von den sogenannten Smart Contracts geprüft worden, weil das ist das Herz der Blockchain-Plattform. Diese Smart Contracts sind eben, wenn man sie nicht anständig aufsetzt, auch angreifbar, während hingegen der Rest der Technologie im Prinzip, wenn das ordentlich aufgesetzt wird, ja der sicherste Weg einer Settlements überhaupt ist heute. Ja. Mhm. Hier ist nochmal so ein kleines Schaubild. Wir sind also in der Mitte. Wir kümmern uns um sämtliche Themen, die auf der Origination-Seite passieren und sind in der Mitte zwischen dem quasi Emittenten und dem Anleger. Wir kümmern uns um die Due Diligence-Prozesse, wenn wir verschiedene Produkte, auf der rechten Seite sieht man,
Wir befassen uns schwerpunktmäßig mit dem Thema Immobilien, aber faktisch können Sie über Plattformen wie unser alles imitieren. Sie können sich im maritimen Bereich tummeln, im Flugzeuginvestmentbereich, Private Equity, Corporate Bonds. All diese Arten von alternativen Investments sind möglich über unsere Plattform abzubilden. Und deswegen sind wir auch der Auffassung, dass eben gerade Asset Managers sich sehr stark nach solchen Plattformen umschauen. Auch da noch eine Ergänzung zu dem, was im letzten Jahr passiert ist. Dr. Peters, einer der größeren Asset Manager neben KGL und LHI und anderen noch, hat sich zum Beispiel genau aus dem Grund an der Plattform Zinsbaustein beteiligt, weil sie nämlich erkannt haben, dass die Zukunft des Platzierens und Emittierens von Produkten über solche digitalen Plattformen wie uns erfolgt. So, was sind eigentlich die Kernherausforderungen, die und wofür steht eigentlich unsere Plattform? Welche Lösungen schaffen wir herbei? Ja? Wir unterscheiden einmal zwischen Investoren und am Ende Asset Manager. Auf der Investorenseite wollte ich aber nicht viel zu sagen. In vielen Fällen gibt es keine Liquidität bei Investments, eingeschränkten Produktzugang. Meistens sind in der alten Welt noch hohe Gebühren mit verbunden, Aufschlägen, Agios und in der Regel geringe Transparenz. Also ich zeichne so ein Investment als Investor und warte dann ab, wie sich das entwickelt. All das sieht natürlich bei so einer digitalen Plattform anders aus. Wir haben einen voll digitalen Prozess. Die Transaktion ist quasi immer Peer-to-Peer abgewickelt. Das heißt, es gibt keine Intermediäre dazwischen. Dadurch spart man sich erheblich an Kosten. Die Anlage kann auch dann liquide gemacht werden. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, wo aber heute noch viel Arbeit drinsteckt, gerade beim Security Token Offering. Weil eines der wesentlichen Vorteile ist ja, dass diese Anlage irgendwann auch, diese illiquide Anlage, wenn man jetzt über den Immobiliensektor spricht, liquide wird. Da ist die größte Herausforderung noch, dass derzeit die führenden Börsen an einem Segment arbeiten. Es gibt zwar Plattformen, über die man über ein Secondary, über so eine Art schwarzes Brett Transaktionen durchführen kann, aber wirklich spannend wird es dann, und da sehen wir gerade bei der Börse Stuttgart, mit der wir auch eng in Kooperation stehen, dass dieses Jahr wahrscheinlich sich einiges tun wird. Und sobald so ein Segment mal in Kleben gerufen wird, dann kommt der wirkliche Nutzen zum Tragen, nicht nur die Kosteneinsparung bei der Emission, sondern tatsächlich auch die Liquidität. Also dass wir quasi mit kleinen Investments in Immobilien tatsächlich auch ein liquides Investment bekommen, weil die eben handelbar sind über eine Börse. Und die Gebühren, das sagte ja die Martina auch schon, sind deutlich geringer, weil ich eben Peer-to-Peer-Transaktionen durchführe. Ich spare mir Intermediär, da komme ich gleich noch dazu. Warum sind solche Plattformen wie unsere interessant für Asset Manager? Ja, üblicherweise haben die alteingesessenen Asset Manager reine Offline-Prozesse, arbeiten auch mit Intermediären, um ihre Investoren zu gewinnen, entweder über Banken oder Finanzdienstleister. Hier haben sie quasi den direkten Zugang, alles online. Sie können genau feststellen, in welche Größenordnung investiert wird, welche Unterlagen sich der jeweilige Investor anschaut, welches Interesse er verfolgt, welche Investmentgrößen er verfolgt, welche Assetklassen er sich interessiert. Und allein deswegen haben viele erkannt, dass solche Plattformen einfach die Zukunft sind. Ja, es gibt, das hatte ich ja gerade schon gesagt, ein Offline-Vertrieb und Marketing ist immer eben über alte Prospekte erfolgt. Die neue Generation von Investoren, sowohl auf der privaten Seite, aber auch schon bei den Family Office und institutionellen Investoren, die wollen eben nicht mehr mit großen Prospekten bedonnert werden oder großen Roadshows, sondern die wollen in der Lage sein, sich über digitale Logins, Datenräume, ein Bild von Investments zu tätigen. Und dafür sind eben solche Plattformen auch notwendig. Ja. Zwangsweise waren eben die alten Asset Manager dadurch eben mit einer gewissen Distanz zu den Anlegern versehen, weil sie immer Intermediäre dazwischen hatten. Und jetzt kann ich eben tatsächlich höhere Transparenz schaffen, weil eben wir eigene Dashboards haben, in denen das Investment verfolgt werden kann. Es gibt auch regelmäßige Updates zu den einzelnen Investments, nicht nur immer in Jahresberichten, sondern Quartalsberichte mit Fotos, mit Videos etc., die für die nötige Transparenz für Investoren sorgen. Hier kann ich nochmal ein kleines Schaubild zeigen. Also links, ja, das ist so die aktuelle Abwicklung, die zum Beispiel eine Anleihe heutzutage bei den Banken gesettelt wird. Auch wir haben die zwei Anleihen, die wir platziert haben, eine 10-Millionen-Anleihe, eine 25-Millionen-Anleihe tatsächlich noch in so einer Form platziert. Man konnte zwar die Anleihe digital zeichnen, aber dann, wie ich gerade sagte, mussten wir das in einer Excel-Datei zusammenführen. Diese mussten wir ausdrucken und dann der Settlement-Bank quasi faxen. Das ist wirklich noch so passiert im letzten Jahr. Und auf der rechten Seite sieht man
eben, dass das jetzt hier zu dir geht und der immense Vorteil ist, dass man dann quasi durch auch ja, das Vermeiden der Intermediäre, die hier links aufgeführt sind, bis zu 100 Basispunkten an Emissionskosten sparen kann. Und das ist natürlich besonders spannend für Asset Manager, die genau wissen, dass die Margen halt immer mehr, immer enger werden. Und der Vorteil ist, ich kann jetzt hier auch kleinere Emissionsvolumina planen, weil eben die Kosten deutlich geringer sind. Ja. Ich vermeide auch noch menschliche Fehler. Insofern sind die Abwicklungen deutlich sicherer. Und die Abwicklungszeiten sind auch deutlich geringer, weil ich eben keine menschlichen Komponenten mehr integriert habe. Das ist eine ganz ähnliche Folie, die zeigt nur nochmal diesen Prozess von links nach rechts. Ja, wir sprachen gerade über die Standards. Ja, Sie müssen sich also vorstellen, ein Investor tätigt ein Investment. Was ganz wichtig ist, ich hatte das ja in eingangs in einer Folie gezeigt, ist ja nicht nur das Investment an sich, was interessant ist, sondern die Daten, die dabei festgehalten werden müssen. Die werden ja alle quasi unverfälschbar auf die Blockchain abgespeichert. Und im heutigen Bankenwelt ist ja wichtig, als regulierte Plattform, dass man ja auch den KWG-Anforderungen gerecht wird. Also Sie müssen ja auch die Geldwäscherichtlinien beachten. Sie müssen die Investorenidentifikation durchführen. Und auch diese Informationen müssen ja alle sicher abgespeichert werden. Und da gibt es eben als Erweiterung von dem ERC-20-Standard, diesen ERC-1400-Standard, den wir entwickelt haben, den wir implementiert haben und der eben auch geprüft wurde von Consensus, um diese ganzen Daten dann nachher auch auf der Blockchain zu haben. Das ist nämlich dann wichtig, wenn ich später einen Security-Token auch an der Börse handeln möchte, um eben diesen ganzen Geldwäsche und, wie soll ich sagen, irregulären Transaktionen Einhalt zu gebieten, damit wir quasi ja, rechtskonform eine Emission begleiten können und auch später den Handel ermöglichen können. Ja, das nochmal unten sind nochmal kurz die Vorteile der Blockchain-Technologie zusammengefasst. Sie haben eine einzige Datenquelle, nämlich die Blockchain, auf der diese ganzen Informationen abgelegt werden. Dadurch vermeiden Sie eine Dateninkonsistenz. Ja, das Problem ist ja immer, wenn sich verschiedene Parteien involviert haben, wird es schwieriger, nachher zu gucken, ob die Daten konsistent sind, Fehlbuchungen sind möglich. Das ist alles über die Blockchain eigentlich ausgeschlossen. Sie reduzieren dadurch natürlich die Schnittstellen der Intermediäre. Das Gleiche geht für die Abwicklungszeit. Ja, also in typischen Transaktionen können Sie üblicherweise in 10 Minuten den ganzen Prozess von Investment bis Settlement durchführen. Ja, während Sie bei einer klassischen Platzierung einer Anleihe brauchen Sie mehrere Tage unter Umständen, weil eben die Informationen zur Settlement-Bank gehen müssen, über Clearstream gebucht werden müssen und dann wird die Anleihe theoretisch erst in Ihr Depot gebucht. Über die Blockchain kann das Ganze innerhalb von 10 Minuten abgewickelt werden. Ja, und wichtigster Punkt eben ist die Reduzierung der Abwicklungskosten. Vielleicht, damit bin ich eigentlich schon kurz vom Ende, noch ein paar wichtige Punkte, die es noch zu erwähnen gibt. Ja. Ich glaube, die größte Herausforderung, vor denen wir noch stehen momentan bei der Blockchain-Technologie, ist das Thema Handelbarkeit. Das dachte ich am Anfang, weil das ist der aus meiner Sicht neben der Kosteneinsparung wichtigste Faktor. Da arbeiten verschiedene Börsen dran. Da vermuten wir, dass in diesem Jahr, im zweiten Halbjahr spätestens, es die ersten Emissionsplattformen geben wird, also auch von professionellen Börsen, betriebene Marktsegmente, wo der Handel ermöglicht werden wird. Die zweite große Herausforderung, das sehe ich noch als eigentlich wichtigsten Punkt, ist, was die Frau Martina Herzig auch ansprach, der Standard. Ja, denn wir haben zwar Technologie, die voranschreitet, aber es ist wichtig, damit eine internationale Handelbarkeit, und das ist ja auch das Spannende übrigens bei dieser Technologie, das ist eine wirklich internationale, globale Technologie, aber die funktioniert natürlich nur, wenn gewisse Standards eingehalten werden, deswegen auch diese Vereinigung der ITSA, International Token Security Standard Association, die sich damit beschäftigt, zu gucken, dass alle Banken, alle Emittenten mit einem Token-Standard arbeiten, der dann es ermöglicht, über landesübergreifend solche Tokens später zu handeln. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht noch der größte Bottleneck. Ja, und dann eben noch das Thema rechtliche Rahmenbedingungen, weil wie immer die Technologie schreitet deutlich schneller voran, als rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden können dafür und vor allem da zu unterscheiden nochmal zwischen Privatanlegern und institutionellen Anlegern. Also gerade im Ausland sehen wir, dass noch mehr als in Deutschland institutionelle Anleger viel schneller für sich schon den Vorteil erkannt haben. Da sind natürlich die rechtlichen Rahmenbedingungen meistens auch einfacher, wenn es an Privatanleger geht.
da wird es natürlich aus Grund des Anlegerschutzes deutlich aufwendiger. Und da hoffen wir halt, dass eben die Bundesregierung eben auch mit dem neuen Maßnahmenkatalog beschafft, rechtzeitig die entsprechenden Konditionen zu schaffen, damit wir weitere Emissionen sehen, sowohl auf der institutionellen Seite als auch auf der Privatanlegerseite. Ja, und der Vorteil ist halt, wir haben heute eine voll funktionierende Plattform. Wir können also jederzeit eine Security-Token-Emission erlauben. Wir erlauben auch als einzige Plattform heute schon das Investment über Krypto. Sie können also heute schon über Ether oder über Bitcoin bei uns in Immobilien investieren. Und ja, demnächst steht eine größere Emission von uns an, die halt rein Blockchain-basiert umgesetzt wird. Und da kann ich aber momentan noch nicht so viel dazu sagen. Ja, damit wäre ich am Ende von meiner Folie und freue mich dann gerne noch im Nachgang auf etwaige Fragen. Ja, vielen Dank. Auch hallo von meiner Seite. Vielen Dank an Martina Herbrich und Michael Stephan für das, was schon gesagt wurde. Kann ich eigentlich fast alles so unterstützen und teilen, was da gesagt wurde. Das deckt sich sehr auch mit wie wir den Markt sehen. Ich werde versuchen, das nochmal zu ergänzen, vielleicht so ein bisschen aus der neutralen Sicht aus einer Bank heraus, wie wir die Themen sehen, wie wir den Markt sehen und wie wir die Entwicklung insgesamt da sehen und natürlich auch, was das am Ende für die Teilnehmer, insbesondere auch eben für die Investoren bedeutet. Vorher vielleicht aber nochmal ein Schritt etwas in die Metaebene höher. Was das Ganze ausgelöst hat, ist ja im Grunde die Blockchain-Technologie über den Bitcoin. Das vielleicht nochmal auch als Anmerkung. Wir glauben auch, dass insgesamt Cryptocurrencies und Bitcoins am Markt bleiben werden und im Grunde ihre Rolle finden werden als Goldersatz. Und insofern Investoren, die ein global diversifiziertes Portfolio haben, zukünftig auch immer einen gewissen Teil dort in Bitcoin mit reinnehmen werden. Also werden wir die Technologie, glaube ich, auch an dieser Stelle durchaus im Asset Management und der Finanzwirtschaft wiedersehen. Security Tokens sind in der Tat dabei. Das, was wir in 2019 gesehen haben, was in häufig noch so ein Proof of Concept Phase war, wo man die Technologie ausprobiert hat. Wir werden sehen, dass das im Grunde diese Phase verlassen wird in 2020 und wir eine Vielzahl von STO Emissionen sehen werden, beziehungsweise generell Tokenized Debt Emissionen sehen werden, die den Markt erreichen. Der Bitbond STO im Februar 2019 ist da so ein bisschen der Blueprint für. Der Markt schätzt so die Zahlen, die da kolportiert werden, dass ungefähr bei der BaFin so bis zu 100 weitere Prospekte zur Genehmigung liegen, die im Wesentlichen auch auf die STO-Struktur von Bitbond mit aufsetzen. Das wird sicherlich 2020 den Markt ganz maßgeblich beeinflussen. Ein zweiter Aspekt, den wir sehen, ist, dass natürlich auch das Digital Cash, digitales Zahlen, ein Thema ist, was mehr und mehr jetzt diskutiert wird. Und das nicht nur, weil Libra und Facebook damit um die Ecke gekommen ist, sondern weil auch ganz konkret zum Beispiel auf Ebene der Zentralbanken darüber nachgedacht wird, inwiefern Zentralbankengeld auch in elektronischer Form begeben werden kann. Und das nicht nur im Interbankengeld, sondern auch bis runter zum Girogeld. Letzte Woche Vortrag einer Dame von der Bundesbank, die genau zu diesem Thema referiert hat, die eben sagte, etwas, was man sich vor einem Jahr eigentlich in der Behörde noch gar nicht vorstellen könnte, dass man sowas jetzt sehr ernst dort diskutiert. Und das hilft natürlich auch den Themen im Bereich STO, weil es das Settlement nochmal einfacher machen kann, wenn wir eben diesen Wechsel zwischen Fiat und Krypto, wenn der sich einfacher gestaltet mit Settlement, die eben auch in der Blockchain mit abgebildet werden. Was war in der Vergangenheit immer das fehlende Puzzleteil, insbesondere auch für institutionelle Investoren, sich diesem Thema zu nähern? Das ist die Frage der Verwahrung der privaten Schlüssel. Frau Hertwig, Sie sagten im Grunde, die Technologie ist sehr sicher, das ist auch so, aber was man immer bedenken muss, ist natürlich der private Schlüssel, ist, wenn man so will, die Schwachstelle, wenn der kompromittiert wird, wenn ich den einen dritten Preis gebe, hat der die Möglichkeit, im Grunde dann über die Assets zu verfügen. Insbesondere im Bereich Cryptocurrencies führt es im Grunde dazu, dass die Assets dann wegübertragen werden können und wirklich dann weg sind.
Im Bereich STOs kann man da sicherlich in Smart Contracts noch Schutzmechanismen einbauen. Da ist die Risikopositionierung vielleicht nicht ganz so groß wie im Bereich der Cryptocurrencies. Aber auch hier ist es für einen institutionellen Investor wichtig, dass er eine regulierte Lösung hat, die ihm eben erlaubt, seine tokenisierten Assets dann eben auch so zu verwahren, mit der gleichen Sicherheit, wie er im Moment auch Wertpapiere im Giroeffektenverkehr verwahrt. Und da hilft dem Markt ungemein die fünfte GWG-Novelle, die im letzten Jahr auf den Weg gebracht wurde und dann in der letzten Form auch im November dann so beschlossen und umgesetzt wurde, die eben die Kryptoverwahrung jetzt in das Kreditwesengesetz mit aufnimmt als Erlaubnisbestand und insofern auch einer KWG 32-Regulierung unterliegt. Das heißt also, jeder, der für Dritte deren private Schlüssel verwahren will, der muss im Grunde jetzt durch so ein Erlaubnisverfahren bei der BaFin durchgehen. Etwas, was, glaube ich, die Branche insgesamt sehr, sehr hilft auch nochmal, weil es dieses fehlende Puzzleteil, wie verwahre ich denn meine Assets, dann eben auch für institutionelle Investoren so löst, dass das für die dann auch ein gangbarer Weg ist in diese Asset-Klasse. Angesprochen wurde eben, was treibt das Ganze? Und das ist erstaunlicherweise eben der Regulator und die Regierung, die diese Sachen treiben. Einmal mit der Blockchain-Strategie der Bundesregierung, die eben den Finanzsektor als wesentliches Handlungsfeld dort definiert hat. Und Themen wie die elektronische Wertpapiere dort eben ganz weit nach vorne bringt und die BaFin im Grunde mit der Genehmigung des Bitbond-STOs auch jemand ist, der dieses Thema nach vorne getrieben hat. Und da hängt das Schuldrecht an der Stelle so ein bisschen her. Es ist erstaunlich, dass im Grunde das Wertpapierrecht dort, wenn man so will, moderner ist als das Schuldrecht. Aber etwas, was wir insgesamt begrüßen. Was führt dann zu dieser Disruption? Michael Stephan, Sie haben das schon angesprochen, dass wir da noch ein bisschen sind zwei Aspekte, die wir eigentlich sehen. Im Englischen gibt es da auch zwei Begriffe für Digitization und Digitalization. Das erste, Digitization meint eigentlich die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Das heißt, dadurch, dass Belegbrüche wegfallen, ein Geschäftsprozess end-to-end digital abgebildet wird, schaffe ich enorme Effizienzgewinne, sowohl bei der Emission von Wertpapieren, beim Settlement von Wertpapieren, bei der Übertragung von Wertpapieren im Zweitmarkt, im Kapitaldienst, bei Zinszahlung und Rückzahlung von Wertpapieren. Das führt zu Effizienzgewinn, wo alle beteiligten Parteien im Grunde dann profitieren. Ist angesprochen worden, es ist schneller, kostengünstiger, es ist wesentlich transparenter, deswegen eben auch risikoärmer im Hinblick auf Settlement Risk, auf Operational Risk. Wir haben eine Reduzierung in der Komplexität und Digitalisierung führt auch hier zu einer Individualisierung und nicht notwendigerweise zu einer Standardisierung. Das sehen wir an anderen Bereichen unseres Lebens ja auch, was Digitalisierung bedeuten kann. Der zweite Aspekt ist aber, und das geht dann darüber hinaus, ist eben Digitalization, also die Digitalisierung von Geschäftsmodellen. Geschäftsmodelle in der Form, wie wir sie so bisher noch nicht gesehen haben. Security Tokens als elektronisches dematerialisiertes Wertpapier ermöglicht eben auch ein ganz, ganz neues Geschäftsmodell, wie wir es eben bei iFunded im Grunde so als Geschäftsmodell gesehen haben. Wir werden aber eben auch Tokenized Debt sehen, wo nicht notwendigerweise ein Wertpapierprospekt hintersteht. Wir werden sicherlich irgendwann auch die Tokenized Real Estate sehen, wo wir direkt die Immobilie als solche tokenisiert haben, wenn die Grundbücher dann irgendwann an der Stelle mitspielen. Es sind alte Rechtsformen, kann man jetzt im Grunde neu denken und neue Strukturierung dem zuführen. Decentralized Finance ist so ein weiteres Thema, wo Peer-to-Peer, Peer-to-Loan-Finance ermöglicht wird. Aber das würde vermutlich insgesamt über hinaustragen. Vielleicht ein letzter Aspekt noch ist, dass wir insgesamt auch eine Globalisierung vom Investment sehen werden, dass es eben leichter ist, als Investor auch in ausländische Märkte zu gehen, beziehungsweise aus deutscher Sicht heraus, dass es auch leichter ist, Geld aus anderen Regionen der Welt im Grunde in deutsche Assets mitzukriegen. Warum sind diese Effizienzgewinne eben auch möglich? Weil wir diese Intermediäre, die da im Moment noch zwischen sind, eben ausschalten. Das sind die Clearingstellen, die wir haben, Settlement Agents, Payment Agents, Escrow Agents, in Teilen auch das, was ein Custodian macht. Das sind alles Teile in der Wertschöpfung, die so im Grunde über die Blockchain abgebildet werden können und eben zu diesen Effizienzgewinnen führen auf der Kosten- und der Geschwindigkeitsseite.
Ein weiterer Vorteil ist Compliance by Design. Auch das ist schon kurz angesprochen. Durch die höhere Transparenz, die wir haben, haben wir im Grunde, es ist möglich, durch Einsicht in öffentliche Register, ich brauche eigentlich nur einen Webbrowser, um zu sehen, wer ist Eigentümer an welchen Papier, an welchen Emissionen und STOs. Ich sehe zumindest die öffentliche Adresse dahinter. Ich habe einen Audit Trail eingebaut. Die komplette Transaktionshistorie ist einsehbar über diese Technologie. In Security Tokens ist es mir möglich, im Grunde auch den Kreis der möglichen Investoren einzugrenzen, indem ich ein Whitelisting der möglichen Wallet-Adressen, also welche Investoren im Grunde welche Tokens zeichnen können, kann der Emittent vorgeben und insofern auch sicherstellen, welche Investoren er mit an Bord nimmt oder nicht. Club-Deals ist so etwas, was früher immer schon ein bisschen so nach grauer Kapitalmarkt sich angehört hat, aber auch sowas kann ich viel mehr und auch compliant eben darstellen, nicht öffentliche Angebote darstellen und trotzdem aber nachweisen, inwiefern diese Themen den Kapitalmarkt betroffen haben oder eben doch im privaten Umfeld stattgefunden haben. Welche Gewinner und welche Verlierer sehen wir in dieser Entwicklung? Die Verlierer ist, glaube ich, relativ klar. Das sind alle die Intermediäre in der alten Welt, die sich im Grunde nicht darauf anpassen und nicht in der Lage sind, im Grunde die Vorteile, die das mit sich bringt, für sich zu nutzen oder aber die, wenn die Clearingstelle oder eine reine Settlementstelle im Grunde dort gar nicht mehr vorgesehen sind. Bei Banken ist insbesondere natürlich auch der Zahlungsverkehr insgesamt durch die Blockchain-Technologie betroffen. Man spricht im Kontext der Digitalisierung häufig auch von der Demokratisierung von bestimmten Geschäftsbereichen. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir hier im Kontext der Strukturierung von Finanzierung sehen werden, eine gewisse Demokratisierung und mehr Spieler, die sich diesem Markt dann eben auch nähern können. Wer sind die Gewinner? Das sind in erster Linie natürlich die Investoren. Und zwar sowohl auf dem Bereich der Retail-Investoren, weil es ihnen eben möglich ist, durch die Effizienzgewinne dann eben auch in deutlich kleineren Stückelungen zu investieren, weil es eben Strukturen schafft, die das möglich macht. Im institutionellen Bereich werden wir eben sehen, dass durch den Wegfall der Intermediäre und durch die Kostenersparnis, die dort eintritt, natürlich Effizienzgewinne sind. Und das, was vorhin in dem Schaubild gezeichnet wurde, was zum Beispiel bei der Bank, die das Settlement durchführt, als ein Kasten gesehen ist, im Grunde muss man in diesen Kasten auch nochmal reinschauen und dann wird man feststellen, dass auch innerhalb von der Banken eben noch eine Vielzahl von Medienbrüchen in den einzelnen Abteilungen im Accounting, Transaction Service, im Compliance etc. vorhanden sind und auch da findet die Kommunikation häufig beleghaft statt. Auch das ist etwas, was sich über die Blockchain-Technologie, über STOs an der Stelle sicherlich auch stärker digitalisieren lässt und zu schlankeren Prozessen führt und damit am Ende dann auch wieder zu Wettbewerbsvorteilen, Kostenersparnis, die man dem Kunden weitergeben kann. Für die Investoren heißt es, dass sie einen breiteren Zugang zu Assets bekommen werden, insbesondere zu Alternative Investments. Wir werden sicherlich auch klassische Wertpapiere in STO-Form sehen, aber vor allen Dingen werden wir eben auch Sachwerte wie Immobilien, aber auch andere Sachwerte, ein paar sind vorhin genannt worden, eben wiederfinden und für Investoren viel zugänglicher haben. Investoren, denn eher die Möglichkeit haben, direkte Investments zu tätigen. Heute, gerade im Sachwertbereich, wird vielfach noch über Strukturierung, über Dachfonds dann getätigt, um das Thema der Stückelung dann eben noch darstellen zu können. Ich glaube, es wird für Investoren viel mehr möglich sein, Direktinvestments in ein Single Asset dann durchzuführen. Das Anlageuniversum kann viel globaler sein natürlich. Und andersrum, wir sehen eben jetzt auch STO-Plattformen schon, die einen gewissen Fokus auf asiatische Investoren haben oder auch auf US-amerikanische Investoren, die gerne in Deutschland investieren möchten. Und hier kann man eben die Technologie auch sehr gut nutzen, um das zu ermöglichen. Und auch das ist natürlich noch angesprochen, der Zweitmarkt, gerade auch im Sachwertbereich, im Bereich der illiquiden Assets, ist natürlich auch in dieser Technologie viel besser darstellbar. Davon profitieren am Ende natürlich auch die Emittenten, die im Grunde einen breiteren Zugang zu Investoren haben, der eben nicht nur über die klassische Hausbank auf der einen Seite oder über den Kapitalmarkt in der jetzigen Form funktioniert, sondern eben auch über zum Beispiel eine Eigenemission, die man jetzt viel eher darstellen kann.
Man gewinnt aber auch eine viel größere Flexibilität in der Ausgestaltung des Finanzinstruments, der zu begebenen Assets und der zu begebenen Rechte. Der Emittent kann die Investoren besser steuern, ich hatte das angesprochen, und am Ende auch eine Kostenreduzierung, die sicherlich in Teilen auch beim Emittenten dann sichtbar wird. Wer wird noch profitieren? Das sind natürlich einmal die ganzen Intermediäre der neuen Welt. Das sind einmal die, die neu hinzukommen, die Technologieberater, die im Grunde jetzt durch die Lande ziehen und zum Beispiel die Unternehmen, die über eine Eigenemission nachdenken, an dieser Stelle beraten. Die STO und Emissionsplattform, die wir sehen, eine ist ja hier auch mit dabei, die genau dieses Thema treibt, und auch im Bereich der Exchanges und Börsen sehen wir im Kryptobereich natürlich schon viele Exchanges, die hochgekommen sind, und wir werden hier sicherlich auch welche sehen, die sich dann eben auf den Bereich der Sachwerte spezialisieren werden. Aber auch die alten Intermediäre haben natürlich auch die Möglichkeit, wenn sie die Technologie für sich nutzen und die Effizienzgewinne für sich nutzen, einmal natürlich selbst ihre Kostenaufwandsrelation wieder in gesunde Verhältnisse zu bringen, sich gegenüber dem Wettbewerb zu definieren, natürlich auch selbst in solche Emissionsberatungen mit reingehen. Und Verwahrgeschäft ist natürlich ein Thema, was gerade jetzt durch die Regulierung im Hinblick auf Banken etwas ist, wo es naheliegend ist, sich Gedanken darüber zu machen, inwiefern das ein sinnvoller Schritt für Banken sein kann, sich hier zu positionieren. Was glauben wir, werden wir sehen in 2020? STOs hatten wir einige schon angesprochen. Ich kann vielleicht drei noch ergänzen. Das eine ist Blockster, auch in Berlin ansässig, die vermutlich auch in diesem Quartal noch ein erstes Objekt begeben werden im dreistelligen Euro-Millionen-Bereich. Ähnlicher Aufsatz wie bei Fundament, die auch nur noch angesprochen wurden. Peak Investors ist ein Asset Manager, der über Scaling Fund auch über eine tokenisierte Struktur nicht nachdenkt, sondern das auch konkret schon angekündigt hat. In Hamburg gibt es noch einen weiteren Anbieter wie Finexity, und ich bin mir ziemlich sicher, am Markt gibt es noch weitere, die sich genau darüber Gedanken machen und eben auch nicht nur im Bereich Real Estate, sondern auch im Bereich Private Equity, im Bereich maritime Schifffahrt und andere. Wir werden eben auch sehen, dass Mittelständler, aber auch große DAX-Unternehmen sich mit Eigenemissionen an den Markt begeben werden, in Kooperation natürlich nicht ganz alleine, sondern da wird auch ein Technologieanbieter dann mit dabei sein, vielleicht der ein oder andere Vermittler. Aber auch das sind Sachen, die wir sehen werden, weil natürlich auch Unternehmen erkennen, dass sie darüber Kostenvorteile haben. Und wir hatten ja in 2018 auch schon die ersten Transaktionen in diesem Umfeld mit Siemens und Continental, die solche Sachen ausprobiert haben. Und da gibt es eben noch weitere, die da rumexperimentieren an der Stelle. Und wir sehen eben auch die traditionellen Asset Managers, die sich diesem Thema widmen, mit den STO-Plattformen sprechen, mit den Technologieberatern sprechen und überlegen, wie können sie ihr bestehendes Geschäft im Grunde darauf übertragen oder wie können sie gemeinsam mit einem Joint Venture, mit einem Fintech vielleicht selbst in einen Plattformansatz gehen. Und in der Finanzindustrie sehen wir es eben auch. Santander zum Beispiel hat einen Unternehmensbond in 2019 nochmal begeben für 20 Millionen. Die SocGen war im letzten Jahr mit dabei. Also wir sehen auch da, dass Banken sich sehr intensiv eben Gedanken darüber machen, über Plattformen zur Emission von Unternehmensanleihen und ähnlichen Produkten. Insofern ein weites Feld, was sich dort in den nächsten Jahren öffnet. Und wir als Bank sind eigentlich sehr optimistisch, wenn man sich frühzeitig mit diesen Themen eben beschäftigt, dass die Vorteile und die Möglichkeiten, sich dort im Markt zu positionieren, auch für eine Bank immer noch sehr gut sind.